Das Automatenglücksspiel in Österreich boomt. Und das trotz oder gerade wegen des Totalverbots des kleinen Glücksspiels in mehreren Bundesländern. In Klingelbetrieben und Hinterzimmern wird weitergezockt, was das Zeug hält. Die Erträge für die Betreiber sind hoch. Und so wehren sie sich mit allen juristischen Mitteln gegen die Behörden. Doch die Finanzpolizei hat dem illegalen Glücksspiel den Kampf angesagt. Finanzpolizei, Kontrolle. Ein Ausweis bräuchte ich bitte. Die Tricks der Betreiber werden immer dreister. So werden die Lokale zum Beispiel als Internetcafés getarnt. Das wäre jetzt faktisch das Umfeld des Spielers. Wenn er also durch Münzeinwurf die Koje geöffnet hat, dann hat er hier sein Arbeitsfeld. Das Equipment ist bescheiden, aber es ist offenbar intim genug, damit er da ungestört seine Millionen verspielen kann. Ne? ATV, die Reportage, begleitet einen Ermittler bei seinen Erhebungen in den illegalen Betrieben. Häufig versuchen die Anbieter, das Gesetz zu umgehen, indem sie Geräte plötzlich umprogrammieren oder sie als Geschicklichkeitsspiel betiteln. Es ist schon ein Katz-und-Maus-Spiel natürlich, ja. Das ist ganz klar. Kaum ist man da ganz dicht dran, ist schon wieder irgendwas Neues da, also der Markt verändert sich. Außerdem lassen wir einen Spielsüchtigen zu Wort kommen. Das illegale Automatenspiel hat nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner Familie ruiniert. Du kannst keine Miete zahlen, du kannst keinen Strom zahlen, du kannst keine Alimente zahlen. Die Kinder haben nichts zum Essen daheim. Der Kühlschrank ist leer. Was glaubst du, was das für ein Gefühl ist, wenn ein Kind eigentlich zum Kühlschrank geht und da ist nichts drinnen?